Wir haben ein ganz großes Herz für euch gemacht, aber wir haben natürlich auch ein großes Herz für euch. Warum lachst du? Das haben wir. Das haben wir. Das Nein, wir haben haben wir. ein ganz großes Herz für euch und wir wollten euch heute zeigen, Teil 3 unserer neuen Backmischung, die wir ja jetzt der Reihe nach vorgestellt haben, ist und für mich das Highlight der Mischungen, das Hefegebäck, der Hefegebäck-Mix, aus dem ihr so viele tolle Sachen machen könnt. Und als ich jetzt zu Hause schon mal ein bisschen vorgebacken habe, ja, habe ich gemerkt, dass der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind, ob ihr das Hefegebäck hinterher mit Hagelzucker, mit gehobelten, mit geraspelten Mandeln, mit Hagelzucker oder mit was auch immer verziert. Finde ich eine super Geschichte fürs Wochenende. Auch neben der Ruhezeit schnell gemacht und ja, wie gesagt, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Auch Kinder mögen da bestimmt gerne mal mitbacken und bindet sie einfach ein und ich zeige euch jetzt, wie schnell das geht. Ja, bin ich gespannt. Du Boah, bist sieht das gespannt, so ja. gut aus, ne? Ich Ja, glaube, ich und es beiß gleich schmeckt mal in lecker, dein ich Herz. liebe es. So, der Thermomix ist an. Das Einzige gegenüber den anderen beiden Backmischungen ist hier. Das ist das Einzige da hier, dass da 50 Gramm Butter mit zu der Backmischung noch dazukommen. Wenn ihr es noch kürzer oder vom Biss haben wollt, dann könnt ihr sogar 100 Gramm. Also wir haben jetzt auf der Backmischung auch 150 Gramm ausgewiesen. Das ist auch in Ordnung. Aber wenn ihr es noch knackiger im Biss haben möchtet oder kürzer im Biss, sagt man, dann einfach 50 Gramm mehr Butter nehmen. Kann man auch Margarine nehmen? Ich würde Butter nehmen. Ja, also wenn man jetzt vegan ist. Ja, du stellst mir jetzt eine Frage, die kann ich dir nicht beantworten. Wir finden das Ich habe es raus. noch nicht ausprobiert, wenn ich ehrlich bin. Ja gut, wird ja, denke ich mal, gehen. Also mit einer guten. Ich, Kevin, kannst du mir da nicht mal so eine Frage mal vorher stellen, dass ich mal nachschauen kann? Nö, ich finde das eigentlich ganz nett, wenn man dir die Fragen hier einfach so live stellt. So. Probier's Dann doch lass einfach. mich. Wisst ihr was, Leute? Ihr könnt es ausprobieren. 5,90 € im Mixshop, mix-shop.de, 1 Kilogramm Backmischung, 300 Gramm Wasser hast du, gell? 300 Gramm Oder? Ja. Wasser, 50 Gramm Butter, 500 Gramm, 500 500 Gramm Gramm Backmischung, Backmischung, hier genau. Hefe. Probiert es doch selber mal aus, ob es mit Margarine auch geht. Und dann schreibt uns gerne service@mix-online.de. Teilt gerne eure Bilder. Wir haben ja euch letzte Woche die Brötchen-Backmischung vorgestellt, am Wochenende. Die Dinkelbackmischung fürs Brot, heute Hefegebäck, wenn ihr das nachbackt. Macht Bilder davon, schickt sie uns, markiert uns bei Facebook, bei Instagram. Genau, vielleicht findet ihr ja noch eine neue Form, die ihr kreiert habt. Wir Genau. stellen das gerne auch mal vor dann und ja, würden uns freuen. Ja. So. Wir nehmen jetzt mal 50 Gramm Butter, ne, Kevin? Ja, ich habe nichts gegen Butter. 50. Ich finde Butter immer gut. Kannst auch 100 Gramm Ja, nehmen, ist Butter ja ist doch ein egal. absoluter Geschmacksverstärker und hier ist man natürlich Da ist das Glutamat der Deutschen. Butter. Glutamate. Lecker Butter, schön, Freunde. Ja, wir nehmen jetzt auch nur 50 Gramm. Wir Okay, nehmen guck noch mal, 100 guck mal, Gramm. perfekt. Ja, okay, nehmen wir nur 50. So, das Leute, gibt jetzt einen wunderbaren Hefeteig. Ich wollte eh sage wieder euch, abnehmen. ich sage euch. 5 Minuten. Und los geht's. Das ist nach wie vor, bleibt das für mich irre, dass es so einfach ist, einen Hefeteig herzustellen, mit dem ihr diese wunderbaren Sachen anstellen könnt und ganz viele andere Schweinereien in der Küche. Wahnsinn. Und weißt du, wie ich das am liebsten mag, den Hefezopf? Sag's mir. Einfach nur aufgeschnittene Scheibe und da nochmal ein bisschen Butter drauf. Und Oh. manchmal auch ein bisschen Marmelade oder so, aber ach, das ist einfach. Silvia, Brauche ich keine Sahnetorte. sollen wir es gleich machen? Sollen wir es gleich Ja, machen? wir machen das gleich mal, wir probieren das gleich mal, genau. Mann. Gut. Ja, Dann bis lassen wir den gleich, Teig mal ciao. kneten. Bis gleich. Noch ein wenige Sekunden. Dann ist 2, auch. 1, 0, keine Abkühlzeit, Kevin. Ja! Keine Abkühlzeit, keine 8 Sekunden. Aber dafür eine Stunde Ach, wer ist Gehzeit. er? Wow. Ja, super fluffig. Mix-shop.de, eure Adresse für unsere Brot- und Backmischungen. 5,90 € für 1 Kilogramm. Damit kommt ihr auch mal ein bisschen über die Runden. Könnt euch mal ein bisschen ausprobieren. Gerne auch für Freunde, Verwandte, Bekannte als Geschenk, ne? Also viel kann man ja nicht kaufen zurzeit, ne? Man kann ja kann man sich ein paar Bücher kaufen oder so, klar, aber etwas, was dann auch noch kulinarisch für ein Highlight sorgt, umso besser. Auch hier Ist schön, ganz weich, ganz sehr, sehr weich, fluffig. sehr schön, Ich ja. tue auch jetzt solche Butter schön. Auch den lassen wir jetzt zugedeckt an einem warmen Ort für eine Stunde ruhen und schauen dann gleich mal, wie er denn aussieht und wie er sich entwickelt hat, bevor wir dann zu solchen Kunstwerken überschreiten. Bis gleich. Da freue ich mich schon drauf. Silvi, bevor aus diesem
Also bevor wir dieses Herz, oh, ist das schön, wie du aussiehst in Ja, diesem gell, hör mal, Herz, du siehst mich doch Silvia, schon Herz. müssen Ich habe wir, auch ein ganz großes Herz. oh, müssen wir das erstmal vorbereiten. Also, Ja. auf geht's. Achso, du willst jetzt sehen, wie der Teig Ja, aussieht. natürlich will ich das Ja, sehen. das ist Komm, ich bin heiß mein drauf. besonderes Oh, Schätzchen, ne? wow. Ja. Ich auch. Markus Lanz hatte einst eine Ganz Wetten, dass stolz Sendung drauf. 10.000 Mal wow gesagt. Ja, Mir fällt auch nur wow ein. Sehr schön. wow. Wir bemehlen wieder unsere Fläche. Wenn da auch ein bisschen, dann lässt sich der Teig auch, ah, der ist schön fluffig. Ganz weich. Guck mal. Boah. Ist der gut, oder? Perfekt elastisch. Perfekt elastisch. So, Kevin, ich kann dir anbieten, was möchten wir machen? Möchten wir einen Zopf machen? Möchten wir einen Hefekranz machen? Möchten wir Roseweckchen machen? Möchten wir, was möchtest du? Ich will diese, ich will einen Kranz. Du willst einen Kranz, Ja. okay. So, also wir fangen einfach mal an mit dem Zopf, okay? Ja. Und danach machen wir einen Kranz. Auch hierfür mache ich wieder 80 Gramm. 80 Gramm Stücke, ja, ein bisschen wenig. So. Na, schlüpfriges etwas. Ja, aber es ist. Ah, fast. Ja, ich werde besser. Es ist nicht unwichtig, da auch ein bisschen genau zu sein, ne? Also ein Ja, bisschen ist ja. da die ungefähren. Backen ist ja immer mit Liebe gemacht, ne? Und je schöner das natürlich aussieht, desto besser schmeckt das. Das habe ich eben gesagt, ich werde besser und dann doch nicht. Ja, komm. Das ist okay. So, das könnte ganz gut hinkommen. So, eigentlich brauchen wir für den Zopf brauchen wir drei Stücke. Okay. Die können wir anderweitig verwenden. Dann mache ich vielleicht ein Roseweg draus und dann könnte ich noch einen Kranz machen, wolltest du, ne? Ich würde gerne einen Kranz haben, Gut, ja. okay. Dafür würde ich die Stücke ein bisschen größer machen, Ja. weil für den Kranz brauchen wir mehr. Da würde ich 130 Gramm Stücke machen. Vielleicht hat man ja noch. Hoppala. Hier. Und wie viel ist das noch? Das ist ein bisschen wenig. Was sind Rosewecken? Kennst du das nicht? So früher? Meine Oma hat immer Rosewecken gebacken. Zeige ich dir. Okay, ich bin Oder gespannt. Hefeschnecken. Schnecken? Ja, Sieht Schnecken aus wie kenne eine ich, ja. Schnecke. Ah, okay. So, und auch hier machen wir wieder. Ach so, weil es wie eine Rose aussieht. Genau. Aha. Ja, fast wie eine Rose. Ach ja, ich bereite den Teig jetzt mal vor. Oh, ich drehe ihn auch wieder so wie die Brötchen. Dann lasse ich den noch mal kurz entspannen und dann kann man weiter verarbeiten. Okay? Okay. Da waren die 130 Gramm Stücke, hier das sind die 80 Gramm Stücke. Dass du den Überblick nicht verlierst. Genau. Ja, aber ich merke das schon, wenn ich das in der Hand habe, wie viel das ungefähr ist. Ja, okay, klar. So. Meine jahrelange Erfahrung als Bäckerin. Als Bäckerlehrling. Bäckerin, genau. Ja, aber mir macht das total Spaß, hier auch den Teig zu verarbeiten. Hat auch was Meditatives, ne? Und hier braucht man wirklich auch keine Angst. Manche haben ja vielleicht Angst, auch mit dem Hefeteig oder so. Oder ich habe auch öfters schon mal in Freundeskreisen so gehört, ach, Hefeteig, wir machen das. Und hiermit ist es eigentlich super einfach, weil, wie gesagt, ihr braucht nur die Butter und das Wasser zugeben. Und ja, 5 Minuten Teigknetstufe und dann ist schon euer Teig fertig. Ne? Gerade mal gucken, ob man 30 Gramm spricht. 5,90 € mix-shop.de. Können es gar nicht oft genug sagen. Nee, Probier es es lohnt aus. sich. Wir haben auch schon die Flüssig. Ersten Reaktionen, ja, ja. vielen Dank. Also Finde ich ja schickt uns super. die Bilder. Wir teilen das gerne. Wir teilen das auf Instagram, Facebook, wo auch immer. Lasst uns teilhaben an euren Kreationen auch. Gerade im Hefe, mit dem Hefeteig könnt ihr ja kreativ sein, bis der Arzt kommt. Wenn ich meinen ganzen Kranz aufhabe, kommt auch der Arzt. Nehmen wir dem Hefeteig die Luft. Ist auch ein super Ansatz für Zimtschnecken. Ja. Mega. Liebe Zimtschnecken. So. Da warten wir jetzt ein paar Minuten, kann der Teig sich entspannen und gleich verarbeiten wir den dann weiter. Der Teig hat jetzt ein wenig geruht, hat sich entspannt. Jetzt können wir den noch schön verarbeiten. So, ich ziehe jetzt, wir wollen ja jetzt einen kleinen Zopf erstmal machen, ne? Genau. So, einen kleinen Hefezopf. So.
Dafür ziehe ich den Teig ein wenig auseinander. Schließe ihn so. Wenn es mit meinen Haaren so weitergeht, kann ich auch bald einen Zopf machen. Tja, müssten wir wieder zum Friseur gehen. Wichtig ist beim Zopf. Silvia Lührert, dropping knowledge. Dass wir den, wenn wir den jetzt mit beiden Händen schön nach außen rollen, dass der schön bemehlt ist, weil das beinhaltet dann, dass wenn wir ihn gleich auch knoten, dass er aufplatzen kann. Ne? Ansonsten hängt der Teig nämlich aneinander. Okay. So, einmal. Teig hat schöne Spannung. Die sollten möglichst gleich lang sein. So. Na. Schön mit Mehl streichen. So, diese legen wir dann jetzt nebeneinander. Sind ja ungefähr gleich, ne? Ja, oder? Ja. Sag mal ja. Ja, sind es gleich. Ich nehme die beiden äußeren in die Hand, lege über die Mitte den ersten, dann so. Das ist ja ruckzuck gemacht. Hier. Dann drehe ich das rum, zack. Und mache das von der anderen Seite. Und fertig ist der Hefezopf. Fertig ist der Hefezopf, genau. Wahnsinn. Drehen wir nochmal um und legen ihn auf das Backblech. Muss der jetzt da auch wieder ruhen? Ja, der ruht jetzt nochmal circa eine halbe Stunde. Geht er nochmal ein bisschen. Und dann pinseln wir dann gleich noch mit Ei ein und bestreuen noch ein bisschen mit Hagelzucker oder Mandeln, gehobelte Mandeln, gehackte Mandeln, whatever. Okay. Hier wollten wir ja einen Kranz machen, ne? Du wolltest einen Kranz haben. Ja. So. Auch wieder schön bemehlen, auch wieder auseinanderziehen. Gleichermaßen, das Prinzip ist eigentlich das gleiche wie beim Zopf. Nur, dass der Teig, haben wir ja auch 130 Gramm Stücke, muss jetzt einfach ein bisschen länger werden. Mal schön von der Mitte raus. Das ist ein bisschen schlüpfrig hier. So, einmal. Die Magie des Videoschnitts. Wir können einen Kranz kranzen. Genau. Prinzip wieder wie beim Zopf auch. Ich nehme die beiden äußeren Stränge in die Hand, schlage sie über die Mitte. Immer von außen nach innen. Das jetzt zu einem Kranz. Wunderschön, Silvia. Wunderschön. Und verknote das jetzt hier. So. Und lege diesen Topf jetzt ebenso, dass wir das nochmal hier nach innen gedreht. Durchgeschlagen. So, ein bisschen vorgezuppelt werden. Schön. Fertig ist unser Kranz. Schön. Also noch nicht ganz fertig, aber... Und jetzt noch Rose weg. Jetzt noch Rose weg. Unser Teig hat sich wieder entspannt. Rollen wieder schön auseinander. Eine andere Kameraperspektive ausprobieren. So. Einmal oben drüber. Einmal unten drunter durch. Das ziehe ich hier rüber. Perfekt. Ja? Ja. Gut. Setzen wir auch ebenfalls hier drauf. Ich mache noch einen. Ja. Ich habe noch einen Restteig. Ja, wir lassen nichts verkommen. Ich kann mehr, aber
Genau, kann man einen kleinen Roseleck draus machen. Genau. Jetzt, wo wir dabei sind, ne? Einmal so. Können sich die Kollegen der Edition Lempertz teilen? Den kleinen? Ja. So, das ziehen wir da rüber. Stecken es unten drunter durch. Zack. Zack. Ich habe da ganz großen Respekt vor, vor wirklich Bäckern. Also die um 3 Uhr nachts in der Backstube stehen und wirklich alles per Hand falten. Gibt's ja immer noch zum Glück. Gibt's immer noch. Tolles Handwerk. Ja. Für mich wäre es nichts, weil das ist wirklich sehr, sehr früh. So. Nasses Tuch. Mal gucken. Kranz, Zopf, Rose weg. Alles da. Alles weg damit jetzt. Und wie gesagt, ihr könnt natürlich auch, statt dem Zopf könnt ihr natürlich auch ein Herz formen. Schickt uns eure Bilder. Ja. Wir freuen uns. In einer halben Stunde sehen wir dann, wie es weitergeht. Silvia, weiter geht's mit dem Hefeteig. Wir schauen mal. Ah ja. Wow. Super. Wow. Ja, sieht gut aus. Unsere Knoten, unser Zopf und unser Kranz. Ja? Hammer. Den wollen wir aber jetzt noch verfeinern. Ich sag ja immer. So, dafür habe ich ein Eigelb mit ein bisschen Wasser aufgeschlagen, aufgerührt. Mhm. Und werde jetzt entsprechend den Roseweg ein bisschen bepinseln. Ihr müsst aufpassen, dass er nicht in die Fugen hier kommt, möglichst, weil das verklebt und wir hatten ja die Stränge schön ein bisschen eingemehlt, dass die entsprechend auch gleich ein bisschen aufplatzen. Und das tun sie nur, wenn es nicht durch das Eigelb verbunden ist. Also quasi nur auf die Oberflächenstruktur? Auf die Oberfläche, genau. Okay. Nicht in die Ritzen. Man meint es ja manchmal zu gut, aber wir wollen ja, dass er ein bisschen aufplatzt, ein bisschen Struktur hat. Also ist weniger mehr in diesem Fall? Weniger ist mehr, genau. Okay. 5,90 Euro, mix-shop.de, unsere neuen Backmischungen. Wir haben euch ja in der letzten Woche, muss man sagen, letzte Woche Mittwoch, die Brötchen vorgestellt. Am Wochenende den Brotteig, jetzt das Hefegebäck. So, Kevin, was hättest du gerne? Hagelzucker? Ja, bitte Hagelzucker. So, ich bin da sehr klassisch. Ich bin am liebsten sehr klassisch. Hagelzucker. Oder, gehobelt ist super. Gehobelt ist super. Ne? Ja. Auch noch ein bisschen Hagelzucker drüber, oder? Ja, klar, muss, oder? Ich weiß nicht. Oder, wie magst du es? Nein, du bist ja auch. Was ist denn dein Favorit? Den mache ich nur für dich. So, ne? Und Kranz kann man ja auch nochmal. So, das sieht schon mal gut aus, ne? Hammer. Der ist auch schön gegangen. Fühlt sich auch toll an hier. Das ist natürlich auch was, da kann man, so unter uns gesagt, natürlich auch wunderbar mit angeben, wenn wir irgendwann wieder Gäste empfangen dürfen, vernünftig. Ne? Letzte eins sagst du hier, ich habe noch was richtig Schönes gebacken. Ja, das kann man ja auch schön sonntags morgens noch machen, für genau. Nachmittags die Kaffeetafel. Ja. Wenn man keine Lust auf Kuchen hat, süßen Kuchen, beziehungsweise Torte, einfach leckeres Hefegebäck. Essen auch eure Kinder mit Sicherheit auch sehr gerne. Schickt uns auf jeden Fall eure Bilder, auch von dem, was ihr so macht, Brötchen, Brot, Hefegebäck. Folgt uns bei Instagram und bei Facebook. Verlinkt uns mit dem Hashtag MixTV. So. Hagelzucker hat er gesagt? Ja! Mehr braucht es schon nicht. Da ist nur ganz wenig. Aber nehmen wir jetzt noch ein paar gehackte Mandeln, okay? Ja, okay. Na, bist du einverstanden? Ich bin einverstanden. Ist einverstanden. So, sieht ja gut aus, so, oder? Der Ofen ist auch hier wieder vorgeheizt. 180 Grad. Nicht so heiß 180 wie die Grad, okay. Grad, nicht so heiß wie die und, anderen, Silvia, tust du es gleich wieder? Nein, nicht. Was? Was meinst du denn? Na, unser Special-Effekt. Ich will das Wasser. Du willst Wasser? Nein, hier tue ich kein Wasser rein. Weil, okay, warum? In Verbindung mit dem Eigelb, was ich auf die Oberfläche gestrichen habe und dem Wasserdampf, gäbe es keinen schönen Glanz. Und von daher lassen wir das Wasser hier weg. Ja, okay, gut. Ja? Akzeptiere ich. Verstehst du das? Wie lange bleibt so, das drin? Circa 20 bis 22 Minuten. Wie gesagt, Temperatur nicht so heiß wie die anderen, wie das Brot und die Brötchen, damit es auch durch ist. Dann sehen wir uns in 20 bis 22 Minuten. Silvia, es duftet so unheimlich gut und nach Hefe. Und ist ja ein wunderbares Hefe. Ergebnis. Und ihr werdet schauen, was ihr demnächst mit Hefeteig alles machen könnt, wenn ihr das nicht eh schon könnt. Oh, es ist ein bisschen aneinander gebacken. Das macht gar nichts. Aber der Kranz, Mensch Kevin, der Kranz ist ja mega geworden, oder? Hammer, das hast du richtig toll gemacht, Silvia. Also Rosetten, wie haben wir eben gesagt? Die Roseweg. Roseweg, genau. Roseweg. Und auch der Kranz. Toll, ja, ich gehe mal ein bisschen näher ran, damit ihr es noch ein bisschen besser sehen könnt. Tolles Ergebnis.
Auch schön braun geworden, der Hagelzucker, die Mandeln. Es riecht so Ja, es gut. riecht so gut. Ich freue mich schon drauf, wenn es Es riecht so abgekühlt gut. ist. Ja, Und dann machen wir uns kannst du ein sogar noch schönes warm essen, Stückchen. hör mal. Ja, aber zu heiß ist auch nicht, das ist Lauwarm. nicht gut. Dann gibt's Bauchweh. Bisschen Butter dabei. Genau. 5,90 Euro. Hefegebäck. Brotbackmischung. Naja, gut, ihr wisst schon, Das was ist ich nur die meine. Hälfte der Mischung, ne? Ja, Mischt, ne? Wir Wahnsinn. haben nur 500 Gramm verarbeitet. In der Mischung ist 1 Kilo Also. Hefegebäck. Easy peasy, nur Butter dabei, 300 Gramm Wasser und schon habt ihr solch ein Ergebnis. Ja. Viel Spaß beim Backen. Viel Spaß beim Backen. Und wie gesagt, Mixshop, mix-shop.de, alle unsere Backmischungen. Schaut nochmal in die Videos rein der letzten Woche. Und dann gibt es nächste Woche wieder was Herzhaftes hier. Was Herzhaftes, genau. Alles Gute. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.